Vor 2 Jahren haben Ordensbrüder hier im Osnabrücker Land ein Kloster gegründet. Heute ein Kloster gründen? Ja, und zwar mit allem drum und dran. Und nicht nur das. Hier und nur hier gibt es eine alte und mysteriöse Tradition, die Kreuztracht. Ganz viele Gründe also, sich das hier mal genauer anzugucken. Und ich weiß, dass Sie hier ausgezeichnet pfälzisch-indisch kochen können. Das Kloster Lage im Osnabrücker Land gehörte über Jahrhunderte zum Malteserorden. Seitdem hat es verschiedene Besitzer. Und so sah es vor einem Jahr hier aus. Renovierungsstau nennt man das wohl. Die Dominikanerinnen, die hier bis vor 2 Jahren lebten, hatten das Kloster mangels Nachwuchs aufgegeben. Bruder Bernardin war der erste der Franziskanerminoriten, die hier 2021 einzogen. Ich selbst bin am 30. Januar gekommen, am Samstag, dann der andere Bruder einen Tag später. Und seitdem sind wir jetzt hier. Am Anfang leben wir mehr in der Baustelle und allmählich, ja, jetzt sind wir so im April. Es wird. Jeder Klosterbruder hat mit angepackt und mit renoviert. Die einen waren Spezialisten fürs Anstreichen, die anderen haben Fußböden verlegt oder Möbel zusammengebaut. Und so wurde das große Gebäude, das die Minoriten gepachtet haben, nach und nach wieder bewohnbar. Ich weiß noch nicht, wo es hinläuft, sondern die Leute geben auch was vor. Die Menschen, die hier leben, mit denen wir zusammenkommen, die geben uns was vor. Und das ist das Spannende. Wir werden sehen, wo wir nächstes Jahr dann stehen. Und da sind wir heute. Das Kloster ist soweit hergerichtet. Aber die eigentliche Aufgabe der Ordensbrüder ist ja nicht das Renovieren. Sie sind für die Menschen da. Was das heißt und was sich die Brüder vorgenommen haben, erzählt mir Bruder Bernardin, der Leiter des Klosters, morgens vor der Messe. Da ist er noch schnell in der Waschküche. Für das Waschen, Bügeln, Falten, Sortieren ist er zuständig. Die Minoriten machen ja alles selbst. Angestellte gibt es hier nicht. Da komme ich als Haushaltshilfe doch gerade recht. Jetzt habt ihr hier dieses Kloster ja wirklich so richtig von fast null an wieder aufgebaut. Fangt hier was Neues an. Jetzt könnte man ja fragen, warum macht ihr das? Also gibt es nicht mehr als genug Klöster, wenn man jetzt sich so anguckt, dass es ja wahrscheinlich nicht so viel Nachwuchs gibt? Bei uns im europäischen Raum stimmt es. Da ist es sehr dürftig, was der Nachwuchs angeht, um es vorsichtig zu sagen. Im asiatischen Raum und im afrikanischen Raum, in unserem Orden, da ist sehr viel Nachwuchs. Sie haben sehr viel Nachwuchs, dass sie zum Teil auch manche Brüder nicht aufnehmen, weil sie keinen Platz mehr haben. Wahnsinn, oder auch die Finanzen nicht mehr haben. Mhm. Und was ist das, was ihr hier bewirken möchtet? Oder was? Unsere Aufgabe ist hier, diesen Wallfahrtsort zu beleben, zu betreuen. Eine Aufgabe vom Bistum ist auch, dass wir in der Pfarrei mithelfen. Pfarreiengemeinschaft Hasegrund. Dass in der Pfarrei mithelfen heißt Gottesdienste halten. Gottesdienste, Hochzeit, Fühlsorge. Taufen, Beerdigungen, Gespräche, Krankenkommunion, Erstkommunion, Firmenvorbereitung. Also Firmenvorbereitung auch Mithilfe, Erstkommunionvorbereitung, Familiengottesdienste, dass wir einfach da mit drin sind, uns engagieren. Also da entsteht ja auch viel Nähe, stelle ich mir vor. Ne? Und kommen die zu euch und sagen, wir können nicht mehr oder wir wissen nicht weiter? Oder? Gibt es auch, aber das ist etwas, was jetzt eher noch wächst. Ja. Corona-bedingt ist das alles auch sehr, sehr reduziert. Da ist auch vieles einfach brach und läuft noch nicht so rund. Ich denke, dass das noch kommt und die Leute müssen erst auch mal wissen und Vertrauen schöpfen. Dass sie auch wissen, wer ist denn das? Wie ticken die? Zu wem kann ich hingehen? Zu denen, die hier sind, also zu euch als Menschen und als Ordensbrüder. Aber es ist ja auch überhaupt viel Vertrauen kaputt gegangen. Ne? Ja, eben. Kannst du sagen, wie das eure Arbeit verändert? Also durch den ganzen Missbrauch, den es in der Kirche gegeben hat, durch eigene Mitbrüder, ist sehr, sehr viel kaputt gegangen. Ja, wir haben von Anfang an zum Beispiel uns bestimmte Sachen auferlegt, die wir nicht mehr machen. Zum Beispiel? Dass wir Sachen auch wir gehen nicht mehr mit einer Jugendgruppe ins Schwimmbad. Ach. Wir schauen da auf Distanz oder wir achten auch gegenseitig, wie verhalten sich andere. Mhm.
Und das ist die Kunst, jetzt eben auch zu schauen, dass wir nach wie vor frei und herzlich miteinander umgehen und gleichzeitig die Distanz wahren. Das stelle ich mir schwer vor. Es ist schwer. Oder auch Beichte abnehmen stelle ich mir auch nicht so Beichte ist auch so, dass wir dann schon schauen müssen, wir haben das Setting auch so gemacht, gläsern, dass die Kinder bei mir sind, mit Abstand, dass wir auf Abstand sitzen. Und gleichzeitig sehen die Eltern von außen rein. Die gucken dann zu. Die können im Prinzip von außen. Ist ja auch für das Kind komisch, oder? Die Kinder bekommen schon mit, dass wir jetzt ganz abgeschlossen sind. Ja, okay. Und dann, ja. Also letztes Jahr gab es so eine ganz schöne, hat ein Kind gesagt, meine Mutter gefragt, wie war es denn das Gespräch? Mama, das geht nur den lieben Gott was an. Und vielleicht noch den Bruder Bernhardin. Sehr schön. Also er hat so kapiert, okay, weil er dann einfach die Vertrautheit hat. Das sagen wir auch. Also was du mir sagst, das sage ich zu jedem Kind. Ich nehme da auch Zeit, gerade auch für die Beichtgespräche. Und das Schuldbekenntnis ist ja eine Sache. Vielmehr ist ja auch wichtig, damit fange ich auch immer wieder an, was hast du Gutes erlebt? Mhm. Was hat dir Freude gemacht? Mhm. Wofür bist du Gott dankbar? Dass das zur Sprache kommt. Ja. Ich glaube, auch da so dieses Positive an der Beichte sehen. Ich kann damit Freude weggehen. Das ist der Sinn, ne? Befreit oder ich gehe befreit weg. Ja. 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 Jeden Morgen um 9 feiern die 4 Ordensbrüder die Heilige Messe. Auch das ist neu für die Menschen in der Umgebung. Herr, du bist die Liebe. Eine Messe mit Ordensbrüdern ist immer etwas besonders Feierliches. Eine volle Kirche kann man um diese Tageszeit trotzdem nicht erwarten. Aber es spricht sich rum und Stammgäste gibt es schon. Herr unser Gott, in diesem Mahl hast du uns mit dem Brot des ewigen Lebens gespeist. Der Vater, der Sohn. Für die Ordensbrüder ist die Messe eine von 4 Gebetszeiten am Tag. Die anderen finden in einer kleinen Kapelle im Wohnhaus statt. Die Brüder pendeln tagsüber zwischen ihren religiösen Aufgaben und den praktischen Arbeiten hin und her. Die Mannschaft des Klosters ist international gemischt. 2 Deutsche, ein Rumäne, ein Bruder aus Indien. Ein weiterer wird im Lauf des Jahres aus Sambia dazukommen. Nach der Messe ist Bruder Josef im Garten zu finden. Er kommt aus Rumänien. Und machen Sie das gerne, Bruder Josef, im Garten arbeiten? Ja, ja. Ja? Arbeit im Garten macht mir Spaß. Ja? Ja. Haben Sie das auch irgendwie gelernt oder so? Oder? Ich habe zu Hause viel im Garten gearbeitet. Ah, okay. Aber ist ja viel zu tun, weil es ist eine riesige Fläche, ne? Ja, besonders im Sommer. Ja. Ja, Rasenmähen und andere. Uiuiui, wie lange sind Sie dann beschäftigt jeden Tag? Den ganzen Tag lang, oder? Ja, 2 Tage ungefähr. Okay. Im Kloster gibt es auch Ferienwohnungen. Die Wohnung ganz oben im Eckturm ist ab morgen belegt und da gibt es noch einiges vorzubereiten. Bruder Markus kümmert sich darum. Und dass Sie jetzt kein Habit tragen, sondern quasi in Zivil sind, hat das auch einen Grund? Ja, das ist einfach unpraktisch. Sie merken es ja beim Betten machen, da muss man sich bücken und strecken und mit dem Habit ist das ein bisschen schwierig. Das heißt, wann tragen Sie den Habit? So eigentlich zu den Gottesdiensten und beim wenn man irgendwo ist und so, aber jetzt nicht beim Arbeiten, ne? Ja. Weil das ist einfach, gerade in diesem Bereich ist das unpraktisch. Was sind das für Gäste, die dann hier kommen in dieses wunderbare Zimmer und diese schöne Wohnung? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Entweder Menschen, die also Ruhe und Erholung suchen. So eine Art Retreat machen oder Kloster auf Zeit oder so? Ist das schief? Ja, das muss hinten weiter vor. Okay. Das ist zu ich habe es zu doll rumgezogen hier. Ja. Ne? Wenn Sie da jetzt ziehen, passt es dann? Ja. Das heißt, man kann auch sowas wie Kloster auf Zeit machen, oder? Ist das richtig? Dass manche Menschen so das
den Klosteralltag mitleben? Oder? Ja, das geht auch, aber wir sind hauptsächlich also für Urlaub. Oder Menschen sagen, ich suche bewusst einen Ort zur Ruhe und Erholung und will einfach mal eine Woche oder so abschalten. Oder Menschen machen dann Exerzitien, das heißt, sie ziehen sich bewusst eine Woche in die Stille zurück, nehmen dann teil an unseren Gottesdiensten und an Gebetszeiten und werden dann von einem Bruder auch geistlich begleitet. Das heißt, man hat dann jeden Tag also eine Gesprächszeit. Naja, irgendwie haben wir es dann ja doch noch hingekriegt. Das ist doch mal ein Geheimtipp. Ferienwohnung im Klosterturm. Ob mit oder ohne geistliche Begleitung. So schön gelegen, absolut ruhig und ganz frisch renoviert. Allerdings werden die Zimmer im Moment vom Kloster für etwa 20 Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung gestellt. Seit etwa 60 Jahren ist der Ort bekannt für die sogenannte Kreuztracht. Dabei wird das mehr als 700 Jahre alte Kreuz als eine Art besonderes Gebet jeden Freitag um die Kirche getragen. Es wiegt immerhin fast 140 Kilo. Ich finde ja, das ist wirklich eindrücklich, das Kreuz, weil der so leidend guckt und hier so richtig eine tiefe Wunde klafft und die Haut sich zurückzieht. Das wird getragen jeden Freitag, ne? Ja, Dienstag war ein Sonderfall, da haben wir es für eine junge Frau getragen, die im Sterben lag. Und da war so zum ersten Mal wieder die Kreuznacht, auch wofür dieses Kreuz dann auch steht, dass wir das Kreuz tragen und damit mittragen an dem Leid, dem jetzt eine einzelne Person und ihre Angehörigen und viele drumherum zu ertragen haben. Und wir tragen den, der uns trägt. Dann hast du weißt doch gar nicht, wer kommt oder wie wird es heute Abend ablaufen? Wir wissen nicht, wie viele das da kommen und auch wir wissen nicht, ob das Kreuz getragen werden kann, ob entsprechend Personen da sind. Ach so. Das ist für mich eine völlig ungeklärte. Ich hätte jetzt gedacht, ihr Brüder tragt das vielleicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue mir es noch nicht so. Ich habe die Woche zum ersten Mal gesehen, wie es getragen wird. Ich möchte nicht gerade rangehen. Also muss ich sagen, weil es ist ein Gewicht, man muss es richtig packen. Und ich möchte nicht derjenige sein, dem es aus den Händen fällt oder von der Schulter rutscht. Ja. Ich hoffe, dass heute Abend dann entsprechende Träger dabei sind, weil sie auch sagen, wenn man das, man spürt, für wen man das Kreuz trägt. Das heißt, es wird als unterschiedlich schwer empfunden. Ja, und man spürt, für wen man trägt. Dass sie auch dann Kreuzträger sagen, Kreuzträgerinnen, heute war es besonders schwer. Heute war es noch mal extrem. Ich bin wirklich gespannt auf heute Abend, auch wie das hier abgenommen wird. Das ist bestimmt eine Wissenschaft für sich, ne? Die Kreuztracht ist keine durchorganisierte Veranstaltung. Die Menschen kommen einfach aus dem Bedürfnis, ein Anliegen, ihre Sorgen, ihre Hoffnung miteinander zu teilen. Zur Absprache seiner Termine geht Bruder Bernardin eben noch gegenüber ins Pfarramt. Moin. Moin. Hier läuft die Organisation der Gemeinde zusammen. So, ich habe einmal die Schnellliste für euch. Super, genau, am 21. nicht. Dafür möchte die Familie gerne am 28.05. Hier ist Post angekommen aus Australien. Australien? Ich würde für ihre Gesundheit gerne beten. Aha. Und ich dachte, das könnt ihr vielleicht vom Kloster aus machen. Für einen Ehemann will sie beten. Ah, das ist zwar wirklich interessant. Aber die Schreiber ist ja aus Australien, was sie hinschicken. Ja, dass die von dem Kreuz wissen, weil das steht auch speziell für das Kreuz. Also hier, dass das Kreuz zu Lager. Genau. Ach. Wahnsinn. Offenbar gibt es sogar Menschen in Australien, denen das Gebet bei der Kreuztracht Hoffnung gibt. Gegen Abend zeigt sich, mehr als erwartet sind gekommen. Knapp 100 Menschen haben sich vor der Kirche versammelt. Gehen wir gerade mal mit rein, die anpacken, die tragen, dass wir die dann noch zusammenstellen. So, schön, dass ihr da seid. Langsam. Als das Kreuz von der Wand genommen und rausgetragen wird, wirkt es auf mich erschreckend echt. Wie ein wirklicher Mensch, ein echter Leichnam,
der jetzt um die Kirche getragen wird. Gemeinsam beten wir für den Frieden, singen zusammen. Aber jeder gibt sich auch seinen eigenen Gedanken hin, seinem persönlichen Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel. Ich bin erstaunt, wie nah mir das hier geht. Hätte ich nicht erwartet. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Bösen. Eigentlich nur eine Holzfigur. Aber ich habe das Gefühl, dass ich begreife, was Bruder Bernhardin meint. Wir tragen den, der uns trägt. Kunstkenner und Restauratorinnen sehen es sicher mit gemischten Gefühlen, wenn dieses historische Kunstwerk so herumgeschleppt wird. Aber so ist es wirklich für Menschen da, ist Glaube zum Anfassen und nicht nur ein Denkmal. Und auch die jüngere Generation spürt die Kraft dieser Zeremonie. Ich habe gedacht, das ist so ein ganz auch für mich befremdliches Ritual. Und in dem Moment, als das Kreuz da abgenommen wurde und rausgetragen wurde, hatte ich echt Tränen in den Augen und Gänsehaut überall und fand das echt beeindruckend, diesen lebensgroßen Jesus da zu sehen, wie die Männer den tragen. Hui, 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 das macht echt was mit einem. Ne? Und du bist jetzt eine der Jüngeren dabei. Ne? Genau. Kannst du das so in Worte fassen, warum ihr das macht oder was dir das bedeutet? Ja, das ist ganz schwer so. Auszudrücken. Ich komme von hier, ich bin hier groß geworden, ich kenne das. Also ich habe selber schon für jemanden ein Kreuz getragen, der einen Unfall hatte. Es gehört hier auf Lager einfach dazu, wenn es jemandem schlecht geht, wenn etwas passiert ist, wenn man für etwas bitten muss. Und manchmal muss man dann gar keine Worte finden. Man muss nicht sagen, die Tat reicht dann schon aus. Und die Liturgie und die Gesänge sind da. Mhm. Ist das sowas zum Festhalten oder wie kann man das beschreiben? Ja, auch. Mhm. Wenn es Situationen gibt, in denen man nichts mehr sagen kann, dann kann man das tun. Wenn man so am Ende ist mit Worten und Gedanken und Ideen. Genau. So. Wie würdest du das jemandem erklären, der das ganz gar nicht kennt? Ja, ich glaube, das ist das, dass auch wenn die einen, dann, wie du gesagt hast, jetzt, wo die Worte fehlen, gerade auch wenn jemand in Not ist, es wird das sehr, sehr viel getragen, gerade auch für Kranke, für Sterbende, bei Unfall, bei Krankheit. Und dass wenn dann jemand, die Angehörigen, denen die Worte fehlen, dann beten andere. Dann tragen einen andere durch mit dem Gebet oder auch durch das Tragen von Jesus. Ein ganz starker und schöner Moment des Glaubens und der Gemeinschaft, den ich heute Abend hier erlebt habe. Am nächsten Morgen treffen wir uns zum Mini-Training. Trainingsstunde für Ministranten, also Messdiener und Messdienerinnen. Heute sollen sie lernen, mit dem Weihrauchfässchen umzugehen. Fängt damit an, die Kohle ordentlich zum Glühen zu kriegen. Was bei der Kohle ganz wichtig ist, das könnt ihr euch merken, wie auch beim Grillen. Da braucht man eine gute Glut, bevor das Fleisch draufkommt. Und so auch beim Weihrauch. Und deshalb ist es diejenigen, die das Weihrauch haben, auch ganz wichtig, dass die immer wieder das Weihrauch schwenken. Zum Anmachen kann man verschiedene Methoden, dass man etwas offen hat und dann schlängert. Geh mal aus dem Weg. Ja, Vorsicht. Und da bitte wirklich dann schauen, wenn er so schwenkt, dass niemand in der Nähe ist. Dann ein bisschen rausgehen ins Freie. Ne? Und wenn es schnell gehen soll oder es so richtig glühen soll, dann ist auch gut, dann kann man auch Umdrehungen machen. Wow. Da müsst ihr aber dann aufpassen, dass es wirklich dann hält. Ne? Dass dann, und das seht ihr jetzt, glüht es auch dann schon viel besser. Wenn ihr wollt, könnt ihr es auch mal abwechseln, dass jeder mal das Weihrauch hat. Und dann, dass ihr einfach mal so probiert.
Du kannst auch, wenn du willst, brauchst nicht unbedingt so, mach uns einfach mal rüber, so wie du es hast. Der Weihrauch ist ein Symbol, wie unsere Gebete sollen aufsteigen wie Weihrauch zu Gott. Und das, ist auch, das wird auch gebetet beim Auflegen des Weihrauchs in Stille mit der Priester. Also bete ich dann, wie Weihrauch steigt unser Gebet vor dir auf. Und die Messdienerinnen, Messdiener, die müssen ja nicht nur das können, die müssen ja auch eine ganz, also für mich, in meinen Augen, sehr komplizierte Choreografie dann wissen. Ne? Also wann sie wo räuchern und dann wird ja noch geläutet und all solche Dinge. Genau, also da ist, untereinander haben die das schon genau Haus raus, wer was macht. Ich fange immer wieder in den Dialekt rein. Bitte? Ich fange immer wieder in den Dialekt rein. Also, ist doch schön, ich finde, genau, das klingt sehr schön. Ich verstehe dann zwar nichts mehr. Ja, genau. Und jetzt mache ich immer erst dort die Asche, die jetzt dort drauf gekommen ist, runter. Und dann lege ich Weihrauch auf. Einfach so ein klein bisschen. Hier ist jetzt schon gemahlen, zermahlen ein bisschen. Und dann geht es ganz kräftig. Kommt da so ein halber Löffel drauf. Ja. Und wie bist du zum Beispiel auf die Idee gekommen, Messdiener zu werden? Also ich habe dann halt meine Kommunion gehabt. Mhm. Da war die ganze Krise, dann konnte ich es leider nicht machen. Aber dann dachte ich mir, probiere ich es mal aus. Und hinterher war es dann eigentlich, hat es mir gefallen. Und ja, dann stehe ich hier. Und wie findest du es? Eigentlich ganz okay. Was ist daran so schön? Oder man ist so eine Gemeinschaft. Jeder macht so das Gleiche. Das ist, also, ja, jeder hat da so seinen Job. Manche halten halt die Kerzen und so. Aber man macht halt dann auch manchmal Messdienerfahrten und so. Ich bin ja evangelisch. In meinen Augen ist das ganz kompliziert, was ihr da macht. Ist das schwer, das zu lernen? Du machst es auch schon länger, oder? Also ich bin ein bisschen länger dabei, aber ist dann halt mittlerweile normal, wenn man dann jeden zweiten Samstag in der Kirche steht und dann halt die Messe macht. Ja, aber das ist ja auch, ist ja auch schön, samstags auszuschlafen eigentlich, oder? Na, das ist samstags abends. Also gegen 17 Uhr ist dann die Messe samstags. Dann geht es ja, Ich kenne das immer morgens, sonntags morgens sonst. Ja, da ist auch eine Messe und also da kann man dann, ist man dann auch gerne mal am Ausschlafen, aber man sonntags abends ist der beliebtere Termin. Ja, muss man wirklich sagen. Nach so viel Geistlichem kümmern wir uns um das körperliche Wohl. Wir werden ja gleich pfälzisch-indisch kochen. Ich decke schon mal mit Bruder Jasmine den Tisch. Bruder Bernardin hat vorher noch einen Termin zu einem Traugespräch. Selena und Julian machen ihren dritten Anlauf zur Hochzeit. Wegen Corona ist sie schon zweimal ausgefallen. Der gemeinsame Sohn Fiete wurde inzwischen schon von Bruder Bernardin getauft. Nur die Hochzeit fand immer noch nicht statt. Warum kirchlich? Ne? Viele Menschen treten jetzt aus und sagen, mit Kirche kann ich nichts mehr anfangen. Ihr seid ganz junge Leute und sagt, und wir wollen kirchlich heiraten. Was ist euch daran wichtig? Ja, mit der Frage, wollen wir heiraten, war auch klar, nicht nur standesamtlich, sondern auch kirchlich, ja, vor Gott das Ganze bestätigen lassen. Doch, das ist schon wichtig, finden wir. Das ist meine Heimat, das ist, hier bin ich groß geworden. Bin früher auch hier in die Kirche gegangen mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern. Und hier hat sich aber ja viel verändert in den letzten Jahren, ne? Also gerade durch Bruder Bernardin haben wir jetzt auch jemanden kennengelernt für unseren Sohn durch die Taufe und der uns auch bei jeder Frage mit Rat und Tat zur Seite steht. Und ja, ich glaube, es ist halt auch schön, dass auf die Art und Weise was wächst, wo man dann auch über Gott und die Welt ins Gespräch kommt, wo viele andere Sachen auf einmal, nicht nur jetzt eine Trauung, also nur, sondern wo vieles dann auf einmal eine Rolle spielt. Wie lebt man so und bis hin zum Bier und Mönchshof auf der Couch. Ne? Und was so der Alltag ausmacht. Oder was ist der Unterschied zwischen, warum wählst du diesen Weg, was wir ja auch schon hatten, und auf was musst du verzichten? Ich erlebe mein Leben nicht defizitär. Ich denke, wie ein Brautpaar auch nicht, ein Ehepaar. Sondern jedes Leben ist eine Herausforderung in gewisser Weise. Und für mich ist mein Leben eine Erfüllung. Einfach auch dann jetzt ganz da zu sein, für die Menschen hier vor Ort in Beziehung zu treten, frei zu sein. Mich macht zum Beispiel auch die Ehelosigkeit, dass ich nicht verheiratet bin, wohl gebunden an eine Gemeinschaft, aber mich macht dieser Lebensstil schlichtweg frei. Religion und Alltag, Nachdenkliches und Praktisches, das liegt hier im Kloster dicht beieinander.
Wir kochen jetzt mit Bruder Jasmine Indisch und mit Bruder Bernardin eine pfälzische Nachspeise. Hast du Indisch kochen zu Hause gelernt? Ja. Oder erst hier, weil du es von mir hast? Nein. Kochen ist meine Leidenschaft und hier. Ja? Ja. Und kochst du dann immer Indisch oder kochst du auch andere Sachen? Andere Sachen, aber koche ich, ja. Manchmal Spaghetti, Pasta, Schnitzel und Pommes. Ach, Schnitzel auch, okay. Ja, das ist unsere Lieblingsgeschichte. Kam ein Mitbruder zu Exerzitien hierher, ein polnischer Mitbruder, und hat gesagt, wie macht ihr das mit dem Essen? Und dann hat gesagt, wir kochen selbst. Ei, und wer ist nächste Woche dran? Und dann hat gesagt, Jasmine kocht. Ach toll, ich mag indisches Essen. Und das, da freue ich mich drauf. Ne? Dann saßen wir beim ersten Mittagessen und es gab Schnitzel und Pommes. Erst Zwiebeln schneiden, dann das Hähnchenfleisch mit Kurkuma, Pfeffer und Garam Masala marinieren und schön durchziehen lassen. Dann mit einer Unmenge an Gewürzen, Zwiebeln und Tomaten anbraten. Gehört eigentlich Essen und Glaube für euch auch irgendwie zusammen? Ja, Glaube hat mit Liebe zu tun. Liebe geht durch den Magen. Zack. So einfach. Einfache Formel. Wenn man in die Bibel schaut, ist ja immer wieder auch Essen und dabei. Essen das erste Wunder Jesu war bei der Hochzeit zu Kana. Wasser zu Wein war das Wunder damals. Wir schaffen nur Gemüse zu Reis, aber dazu eine wunderbare scharfe Joghurtsoße. Dafür werden Bockshornklee, Senfkörner, Knoblauch, Schalotten, frische Chili und Kurkuma in der Pfanne angeröstet. Kannst du dir auch vorstellen, irgendwann nach Indien zu gehen als Ordensbruder? Ja. Also auf alle Fälle zum Besuch und das mal zu erleben. Das Schöne bei uns ist ja, dass wir nicht so als Touristen dann unterwegs sind, in die Länder gehen, sondern auch wirklich von den Familien was mitbekommen. Ja. Das alltägliche Leben. Und das macht es noch mal ganz anders. Ja, kriegt man ganz andere Eindrücke. Ganz andere Eindrücke. Die Gemüsepfanne ist fast fertig. Zeit, den Basmati-Reis aufzusetzen. Die Joghurtsoße macht Jasmine ganz anders, als ich es kenne. Was passiert jetzt noch? Das kommt da rein in den Joghurt? Dann können wir hier ausmachen, oder? Nein, das bleibt so. Ja. Ach, der Joghurt kommt in die Pfanne? Ja, genau. Ach so. Dadurch wird der Joghurt in der Pfanne richtig sämig und nimmt den Geschmack der Gewürze auf. Wieder was dazugelernt. Jetzt bin ich ja gespannt. Ich find's toll. Du auch? Ja, so gut wie gedacht. Boah, das ist aber brennt in der Kehle. Mhm. Bei dir nicht, wahrscheinlich. Ja, auch, ja. Ist schon scharf, ne? Ja. Aber gegen das Brennen im Hals hilft Nachtisch. Ich habe jetzt einfach so einen ganz normalen Hefeteig vorbereitet. Die Hefeklöße werden in heißem Öl mit ordentlich Salz angebraten. Dadurch kriegen sie eine schöne Salzkruste. Nach ein paar Minuten kommt ein Schuss Wasser dazu. Schnell den Deckel drauf und dampfen lassen. Und das ist so ein Gericht, was du aus deiner Kindheit kennst? Ja, oder? Genau. Also von Mama und Oma, die haben das immer gemacht. Also wir haben auch, also als Süßspeise wird es dann nur gegessen mit Dampfnudel und Vanillesoße. Ja. Und so sollen die Dampfnudeln aussehen. Oben hell, unten knusprig braun. Das ist die Lebensmittel. Ein pfälzisch-indisches Menü. Das wäre hier vor 2 Jahren noch nicht möglich gewesen. Bewundernswert, wie entschlossen und mit welcher Tatkraft die Minoriten das Kloster aus dem Dornröschenschlaf erweckt haben. Ich bin sicher, dass die Brüder Klosterlage wieder zu einem lebendigen Ort von Glauben, Vertrauen und Hoffnung machen werden.